Ein im Iran inhaftierter Franzose ist zu 8 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt worden. Das Revolutionsgericht in Teheran befand Benjamin Brière der Spionage und der Propaganda gegen den Iran für schuldig. Der 36-Jährige sitzt bereits seit Mai 2020 in einem Gefängnis im nordiranischen Maschad. Er hatte während einer Reise mit einem Campingbus durch den Iran in einem Nationalpark Fotos mit einer Drohne gemacht, angeblich von verbotenen Gebieten. Briers Anwalt und seine Familie bezeichneten den Prozess als Farce und als politisch motiviert, zu einem Zeitpunkt, da in Wien über die Wiederherstellung des Atompaktes mit dem Iran verhandelt wird. Aktuell werden mehr als 1 Dutzend Menschen aus westlichen Ländern, meist Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, wegen angeblicher politischer Vergehen oder Spionage im Iran festgehalten.